ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pets hier zusammen mit der Easy. Und die hat mir letzte Folge meine Fußmatte geklaut. Bösartigerweise. Deswegen lege ich die jetzt erstmal wieder hin. Hier, Ronjas Haus. Fertig. Blinky, lass meine Zitronen in Ruhe. Oh nein, das bin ich schon wieder. Blinky, das sind meine Zitronen. Ich esse sie selber. Mach, dass du wegkommst. Oh, ja, hallo Ronja. Was geht? Was geht? Nee. Hallo? Hallo? Jo. Da. Hallo. Hi. Hab dich natürlich gesehen direkt. Lass treffen im geheimen Raum. Okay, lass uns treffen im geheimen Raum. Ja. Okay. Da. Ist der geheim. Ich bin da. Hallo. Hi. Okay. Das ist der geheime Raum übrigens, liebe Freunde. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben, solltet die Easy und ich haben jetzt ein neues Merch-Design zusammen. Ja, einmal hier diese Variante und einmal diese Variante. Einmal mit BFF und einmal mit Blümchen. Hier, die haben Beine und Füße. Wäre nicht angeben, aber das ist meine Variante. Was sagst du dazu zu deiner Verteidigung? Deine ich habe keine Beine und keine Füße. Die sind nicht an... du hast einfach keine Füße. Du nicht, sowas haben wir hier nicht. falls ihr das noch nicht geholt habt, die Singer sind streng limitiert, sowohl meins als auch Easy's, die sind in unseren Shops erhältlich. Bei mir ist der erste Link in der Infobox und unten nochmal in den Kommentaren, da könnt ihr den finden. Das ist 3dsupply.com/richtigronja und da könnt ihr das neue Design kaufen und ihr bekommt dazu auch noch Autogrammkarten, die Easy und ich beide unterschrieben haben. Und, ich will auch eine. Du willst auch eine? Ich will auch eine Autogrammkarte. Ich unterschreibe dir eine. Doch nicht von dir. Vielleicht die gemeinsam, aber die andere musst du selber unterschreiben, die andere. Da kann ich dir nicht helfen. Okay. Da sind mir die Hände gebunden, Easy. Okay, jedenfalls, das ist das neue Design. Schaut unbedingt vorbei. Wenn ihr Interesse habt, ist es nicht mehr lange verfügbar wahrscheinlich. Deswegen schnappt zu, solange es die Dinger noch gibt. Und dann, ich wollte euch noch mein Haus zeigen. Ich hab... Ja, zeig mir dein Haus. Was gibt's da noch Neues? Ich habe eine Küche gebaut. Und hallo, Blinky. Okay, jedenfalls, hier ist meine neue Küche. Falls ihr sie noch nicht erspäht habt, ist nicht so riesig, aber ich habe die selber ausgebaut, deswegen ist es vielleicht auch noch nicht perfekt. Ja, hier ist auch noch ein Baum, der hier abgeholzt werden muss, aber dafür habe ich viel Licht. Auch viel natürliches Tageslicht. Überall können Leute reinkommen in deine Küche. Ja, aber dafür ist mein Kühlschrank neben dem Bett. Das ist auch wichtig, den stelle ich vielleicht mal zurück. Und was viel wichtiger ist, ich habe beim Umbau hier noch eine Kiste gefunden, unter der Erde war nämlich eine. Und da sind Blöcke drin, das heißt, wir können uns auch heute weiterbauen zur nächsten Insel. Beziehungsweise ich gebe Easy gerne auch ein paar Blöcke ab, weil einer von uns kann bauen und der andere ist dabei. Easy, stopp den Mann! Nein! So ein Mist! Ich habe mir hier so einen Schacht reingebaut. Eigentlich habe ich das Dach nur, weil ich morgens gerne von Easy geweckt worden bin. Mit einem Pfeil im Gesicht. Aber scheinbar ist es nicht hilfreich. Man kann immer noch ziehen. Weißt du, was die Leute geschrieben haben? Die haben sich voll beschwert, dass ich dich so oft ärgere. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich vergebe dir. Lass mich auch einmal anscheißen. warte, bleib stehen. Ich will das linke Ohr treffen. Treff mich. Dein erster Schuss. Stimmt, das war tatsächlich. Ich habe sonst nie geschossen. Ich bin friedlicher Erdenbürger. Hier hast du deinen Pfeil zurück. Danke. Ich werde das bereuen wahrscheinlich. Ja, vermutlich. 100% wahrscheinlich. Also, wo wollen wir hingehen? Wir gehen, ich würde trotzdem mal in die gleiche Richtung. Wir haben hier noch gar nicht so viel erkundet tatsächlich. Und ich habe da noch eine Insel gesehen mit so pinken Bäumen im Hintergrund irgendwo. Da würde ich uns schon sehen. Bist du da? Ah, da. Ja, ja, klar, ich bin vor dir. Oh, okay, Entschuldigung. Wo lang? Hier rechts runter. Hier rechts runter? In die Richtung? Also hier am Ende der Insel runter. Oh. Oh, bist du. Du hast gesagt, ich soll da runter. Du, da ging's tief. Früher haben doch Eltern immer gesagt, ja, wenn einer sagt, spring, springst du dann auch? Scheinbar ja. Ja, natürlich springe ich, wenn mir das scheinbar, scheinbar tust du das einfach. Ja. Also dann funktioniert du bauen? Die Logik nicht mehr. Ja. Nee? Ja, ich möchte aber auch nicht bauen. Da kommen wir wohl nicht an. Bauen? Nee. Okay, ich habe noch Blöcke, du kannst sie gerne behalten. Ich mach das. Brauch deine Blöcke nicht, Ronja. Okay, nee, dann ich mach das. Warte, warte. Hab Geduld. In nur kurzen 10 Minuten sind wir hier unten. Wie baut man runter? Wie geht das? Mit Blöcken, die du da drunter platzierst. Ja, aber die... Du musst sneaken und dann kannst du... Oh, jetzt habe ich mich verbaut. Genau. So, in nur kürzester Zeit. Kürzester Zeit haben wir es geschafft. Kürzester Zeit haben wir diese prächtige Treppe errichtet. Oh, ist das schön. Okay. Dann, suchen wir mal ein Tier, schätze ich, oder? Sieht voll chinesisch aus hier, so mit den Kirschblüten. Nee, japanisch ist das, oder? Mit den, stimmt, das recht. Kirschblüten, Entschuldigung. Ja.
dass ich vielleicht ein bisschen dumm bin. Angenommen. So, wir müssen das Tier finden, oder? Wir müssen das Tier. Hier nirgendwo ein Tier. Meinst du, wir sind zu spät? Ja. Ja, ich sehe da einen Affen. Kannst du ihn aussehen? Nicht. Direkt hinter dir. Ah, oh, wo denn? Oh, vielleicht irgendwo in den Blüten. Oh, das sieht so hübsch aus, wenn man nach oben guckt. Mit den absolut alles pinken Blütenblättern. Ja, ja. Das muss so hübsch sein. Warst du mal in Japan? Nö, ich war noch nie in Japan. Ich wollte seit Jahren hinfahren. Mein Bruder und ich hatten uns für vorletzten März Tickets geholt nach Japan. Aber dann hat das ganze Lockdown-Ding angefangen. Und dann wollten wir dieses Jahr, weil wir gedacht haben, okay, so lange kann es ja nicht dauern. Mhm. Ja. Mm. Aber vielleicht ja nächstes Jahr. Wahrscheinlich nicht. Boah, ich sehe hier nirgendwo ein Tier. Nee, ich auch nicht. Guck mal, hier ist ein Teppich. Hier können wir, weiß ich nicht, uns hinsetzen. Oh, gemütlich. Das ist kein Sitzen, oder? Was ich gerade tue? Nein, so. Du bist. Warte, ich nehme den mit. Hey, lol. Da ist eine Kiste. Oh, hier ist eine Kiste mit Beeren. Und diesen Leitern. Lecker. Und ich nehme ein paar Karotten mit. Und ein Beeren. Schlüssel. Oh. Willst du den Schlüssel nehmen? Ja, ja, ich nehme den Schlüssel. Das ist eine gute Idee. Ich habe einen Teppich. Irgendwo. Bist du auch ein paar Leitern? Oder reicht dir das? Ein fliegender Teppich. Nein, das wir können. Soll ich Leitern nehmen? Oh, ja, nimm Maffa. Den Rest mit. Okay. Wo ist denn hier eine Tür? Wahrscheinlich bei dem kleinen Pavillon. Hier ist tatsächlich eine Tür. Okay, warte, guck mal kurz, ob die aufgeht mit dem Schlüssel. Ja? Ja! Perfekt! Wunderbar! Passt. Super! Wo geht's hier hin? Hier geht's hoch. Geht's hoch? Da sind nur Tintenfische drin, da brauchst du nicht reinschauen. Da sind nur Tintenfische drin? Kugelfische, ja. Oh, okay. Es sei denn, du willst Kugelfisch essen, aber der ist giftig. Weil hier ist aber auch eine Rune drin. Igelrune. Ach, nein, die habe ich ganz übersehen. Igelrune, das heißt, es muss ein Igel geben? Es muss ein Igel geben. Ich hoffe, dass es noch ein Igel gibt, weil wir haben den nicht gefunden. Aber die sind klein, die verstecken sich wahrscheinlich gut. Ja. Cool, was du da machst. Das ist wirklich, das ist sau cool, was du da machst, Easy. Das freut Dank. Mich voll, dass du hier die Kugelfische überall hinsetzt. Das ist sau witzig auch. Komm nicht dran, die sind giftig. Nee, das als ob die nicht giftig sind. Man kann einfach drüber laufen. Sein Mist. Schade. Guter Versuch, aber eigentlich nicht. Aber hier ist irgendwo lang. Ah! Oh. Komm nicht runter. Oh, hier ist die Igel. Hier ist die Igel. Ah, der Igel. Oh, der ist voll niedlich. Oh, ich wollte mir mal einen Igel kaufen. Früher. Jetzt hast du einen. Jetzt habe ich einen. Hallo, yeah. Igel. Hallo, Igel. Magst du eine Beere? Möchtest du vielleicht einen Kugelfisch essen? Möchtest du vielleicht einen Kugelfisch essen? Essen Igel vielleicht Kugelfische? Gib ihm mal einen. Doch mal diesen Kugelfisch da platzieren. Bitte schön. Der Kugelfisch ist größer als der Igel. Als ob der den isst. Nee, guck mal, der geht weg. Der hat gar keine Lust auf den Kugelfisch. Als ob Igel essen halt sowas in echt. Kugelfische. Igel ist der Kugelfisch. Wie soll denn der Igel an den Kugelfisch kommen in freier Wildbahn? Kannst du mir das mal erklären? Weiß ich nicht. Soll er ins Wasser gehen und den dann einfach aufpieksen und sagen... Guck mal, ich glaube, der isst ihn. Oder? Sieht so aus. Der hat den Kugelfisch gegessen. Nee, der hat ihn abgebaut nur. Oh. Der hat ihn, glaube ich, gegessen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, er wollte ihn wegmachen. Vielleicht hat er Angst vor Kugel. Warte mal, wir kommen. Ah, wir haben Leitern. Okay. Oh, der Igel war gefangen hier unten. Stimmt, hier gibt es keinen Ausweg. Nicht raus. Ne? Nee, weil mit dem Slimy-Ding kommt man ja nicht wieder hoch. Hm. Dann baue ich uns mal hoch. Kann der Igel Leitern? Nein, was machst du? Hast du Kugelfisch gegessen? Easy, sei ehrlich. Nein, ich hab ihn nicht gegessen. Du hast ihn nicht gegessen? Keinen Fisch. Nein? Nein, er hat mich vergiftet, der Igel. Der Igel? Der hat giftige Stacheln. Der hat giftige Stacheln? Ja. Hör auf, mich zu vergiften. Friedlich. Geh weg, Igel. Doch hör auf, mich anzugreifen. Igel. Nein. Pff, der ist voll lieb. Nö, ihr kommt da nicht raus. Nein, ihr kommt da nicht raus. Mach, dass der Igel weggeht. Der hat mich vergiftet. Er will mich tot sehen. Ich werde sterben. Er will mich tot sehen. Lass uns raus. Wir haben die Schelmenwester Mücken gerettet. Tschüss, Igel. Viel Spaß was da unten. Hast du den Igel da jetzt einfach eingesperrt? Ja. Willst du einen giftigen Igel mit nach Hause nehmen? Ich bin fast tot. Ich habe ein halbes Herz. Du bist selber schuld, wenn du den Igel ärgerst. Nee. Wie süß der ist. Der hüpft hier hoch. Der ist doof. Der ist nicht doof. Ich sterbe! Du bist doof. Ich bin gestorben. Schade. Easy. Blöder Igel. Als ob der Igel weißt du, den kannst du alleine ins Zoo bringen. Ich bringe ihn alleine in den Zoo. Ich gebe dem ein ganzes Gehege für sich. Ja, Hauptsache kein anderes Tier ist drin. Hä? Sonst bringt er das nur um, so wie mich. Dann bringt es überhaupt nicht um. Was ist dein Lieblingstier im Zoo?
Jedenfalls nicht der Igel. Der Hass auf den Igel. Der ist voll lieb. Guck mal, der ist klein und wuselig. Und stachelig und pieksig und giftig. Giftig. Igel sind die giftigsten Tiere auf der Welt. Die sind noch giftiger als Schlangen. Igel sind, weißt nicht du, wie viele Menschen im Jahr an Igelstacheln sterben? Null Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin gerade gestorben hier in Minecraft. Okay, eine Person ist mindestens eine Person, ja? Igelstacheln gestorben. Ja. Das ist natürlich ein tragisches Schicksal. Tragischer Unfall. Tragischer Unfall. Auch nicht vermeidbar gewesen. Nein. Bist du schon im sicheren Hafen? Nee, bin ich noch nicht. Soll ich gehen? Okay, ja, kannst du hingehen. Wir kommen jetzt. Der Igel und ich. Wenn dich das nicht stört. Wenn es erlaubt doch, ist. Stört mich eigentlich schon. Ich geh schon mal vor. Okay, geh schon mal vor. Komm mal mit, Igel. Guck mal, wie klein und süß der ist. Ich kenne mich gut aus mit Igeln. Das ist wahrscheinlich ein afrikanischer Weißbauchigel. Das sind die einzigen, nein, kommt die man hier nicht sich rein. Halten darf. Nein. Nein. Verdammt! Blöder Igel! Stachel geh sie! Weg von mir! Stachel sie, Igel! Stachel sie! Angriff! Stachel sie! Hilfe! Guck mal, der ist richtig. Der ist überzeugt. Der stachelt dich. Ich glaube auch. Der wird dich stacheln. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mal weg. Ich mach dich hier auf. Oh, ich darf hier. Hä? Doch jetzt. Du bist weg. Ah, hat die den Igel aufgemacht? Ah! Oh, geht weg von mir. Der Igel ist auf der Mission. Mir reicht's. Nee, dir reicht's. Mir reicht ich würde den Igel gerne hier frei rumlaufen lassen, eigentlich. Ich muss sagen, ich würde ihn ungern in Gehege stecken. Ich glaube, für den Igel wäre das schön. Weil dann kann nein! Er so ein bisschen. Er ist hinter mir her! Agieren. Von ja! Er kommt! Ich habe keine Wahl! Ah! Alles klar. Dann setze ich schon mal die Rune ein. So, die Igelrune. Igel, möchtest du hier zwei Menschen, die an Igeln gestorben sind! Zwei! Nein, das bist zwei. Immer noch du! Die Todesstein du bist steigt die ins Unermessliche! Die Person, die an Igeln stirbt, Easy! Die einzige, ich kenne sonst niemanden! Wir haben jetzt jedenfalls die Igelrune eingesetzt. Das ist unsere nächste Rune schon gewesen, die rote. Lass sie dieses wilde Tier frei rumlaufen. Das wilde Tier, es ist ein winziger so Igel, der ist so groß wie Verwüstung deine Hand. Anrichtet. Verwüstung. Du meinst, wenn das nächste Mal in den Zoo kommt, überall die Stacheln, du kannst gar nicht mehr laufen. Alles Feuer, alles kaputt, der Igel hat alles gefressen oder was auch immer. Ja, wirst du schon sehen, wirst du schon sehen. Will ich sehen, okay. Ja. Gut, das sehen wir dann wahrscheinlich immer in der nächsten Folge von Minecraft Pets. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst die ihr gerne... Die kommt Samstag bei Easy. Einen Daumen hoch da, genau, die kommt Samstag bei Easy. Da kommt unbedingt vorbei, der Kanal ist in der Infobox verlinkt. Unbedingt beim Merch vorbeigucken. Das ist der erste Link, wie gesagt, richtig Ronja, also 3D-Supply/richtig Ronja. Und dann könnt ihr da das neue Design euch holen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!